Nee, das tue ich mir jetzt an. Und weil du mich gern hast. Und deswegen vielleicht auch. So ein bisschen zumindest. Und weil du mich gern hast. Und weil ich dich gern hab. Ja! Jetzt habe ich auch Motivation. Das muss doch klappen. Nee. Nein, klappt nicht. Leider nein. Gott, ich finde meine Rüstung immer noch geil. Oh nein! Da ist ein Frosch! Und irgendwas anderes. Willkommen in der Hass-Indie von FF. Drei Arten von FF-Spielern. Echt? Du bist dich gerade zu mir gesagt, wo kommst du auch hin? Weil meine Beine ähnlich vom Fahrrad fahren durch. Und nochmal. Ja, die Liegestütze sind etwa 25 bis 30. Das Ganze 5 bis 7 Mal am Tag. Gymnastik am Boden. Fahrradfahren, gute Bewegung. Ja, ich krieg vieles nicht hin. Für vieles bin ich zu voluminös. Wir drucken es mal so aus. Voluminös ist auch ganz akzeptabel. Oh Gott. Also, warte. Bis man merkt, was man tun muss. So. Ja, ich hab's dann auch mal begriffen. War ja zum Glück nicht die Einzige. Gut, die hat sie noch weniger kapiert als ich. Wie oft das jetzt mache ich denn Mist? Also, ich bin zumindest froh, dass ich die 100 Kilo noch nicht erreicht habe. Tatsächlich. Toi, toi, toi. Ich mache einfach der Gruppe alles nach. Und was ist, wenn die Gruppe stirbt? Muss ich das der Gruppe dann auch nachmachen? ist, ja. Das bin ich. Spieler der Welt. Okay, das ist mein erstes Ziel. Bei mir sind es tatsächlich 80 Kilo wieder. Die 100 habe ich auf jeden Fall so nicht erreicht. Ich habe zumindest mein Gewicht halten können, aber. Ich habe fast die Befürchtung, dass es bei mir an den Organen liegt. Tatsächlich. Ich müsste mich mal untersuchen lassen, aber. Das mache ich dann am besten gleich, wenn ich mich impfen lasse. Ich kann das gleich alles in eins nehmen. Wenn wir über 60 kommen. Ja! Habe ich auch mal gesagt. Wenn wir über 60 kommen. Ganz, ganz blöder Wunsch. Wo bin ich hier eigentlich noch? Ich, die zu blöd ist für alles. Kriegen wir immer noch. Und die Klimakörper große 1,72. Boah! Ich hab. Ja. Ich kann eigentlich nur schätzen, ich denke mal so 90. Kann ich das. Warum kann ich das hier nicht überspringen? Ich denke mal so 90 und 1,67 groß. Ich bin Zwerg. Oder was heißt ein Zwerg? Ich bin noch zwei, ne? Und so über 1,65.
Ich bin Zwerg. Würde ich eigentlich. Nein! Nett! Das Gute ist, das kann mir nicht passieren. Ich bin nur so blöd, den Weg zu finden. Das ist so das Einzige, was mir passiert. Dass ich die ganze Zeit zurückhänge. Ich hoffe, ich bin zehnmal in einer Nacht. Zeitdruck. Und manchmal bin ich eingeschlafen. Das kann ja mal passieren. Ich muss mal ein bisschen schneller gehen. Diese verzweifelte Hoffnung, ey. Und das hast du 10-mal gemacht, ey. Oh. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Das ist auch geil, ich weiß. Ja, bitte. Mach mal. Moment, wenn man plötzlich in einem ganz anderen Raum ist. Warum kann man nicht skippen? So, erste Wasserflasche leer. Hier ist eine der ersten E's aufgewiesen, denen ich erteile angemeckert wurde, dass ich mir Schaden machen soll. Okay. Boah. So. Mich kann man anmeckern, weil ich den Weg nicht finde. Ich bin so lahmarschig. Leute, macht mal. Macht mal hin. Das Ganze, was du gesagt hast, musst du jetzt versuchen. Ja, ich versuch's trotzdem. Ich versuch's ja trotzdem. Vielleicht klappt's ja irgendwann. Wenigstens bin ich gerade nicht mehr alleine. Yeah.
Ich keine Ahnung hat. Ich kenn Wipeout. Mach einfach. Wipeout mal. Dieser Frosch, ey. Dieser Froschen. Jetzt mit dem... Also. Ich bin verwirrt. Sichtlich. Verwirrt. Ich will das Ding hier nie wieder machen. Das ist so noch. Nein, werde ich nicht. Halt, stopp, ich will das nicht. Dann wenn du was Spezielles bei Events siehst. Nein, ich will nicht. Ich will das nicht. Ich mag das. Magst du Wölfe? Ich liebe Wölfe. Lass mich raten, ich krieg da irgendwas mit irgendwas Wolfsartiges für, oder? Hm. Sag es, komm. Das stören mir meine Träume. Momentan drin. Ja, war klar. Hm, hätte ich auch gerne. Hätte ich gerne. Aber ich will das hier nicht normal machen. Ach, du grüne Neune. Die haben wir nur noch weg. Die Sterne, die Funktion, die Sterne vorhanden. Der aus. Will nicht. Ich gehe heute noch einmal auf jeden Fall. Oh, ich will hier nie nochmal raus. Wir beide laufen die nochmal. Ja, mit dir würde ich es wahrscheinlich machen. Aber alleine kriegen mich hier, glaube ich, keine 10 Pferde rein. Ich sag, mit dir mache ich das, aber alleine, no way. Jetzt getan. Ich wollte eigentlich nur meine Energy rausholen. Eventuell heute Abend. Ja. Oh Gott, Hilfe. Was mache ich hier? Ich bin verwirrt.
Wir werden alle sterben. Ich dachte gerade, ich hätte mein Energy Flask gekauft. Nach 80 Quests bis zum nächsten Error. Wir haben einen Troller drin. Echt? Ich weiß doch noch nicht mal, was da passiert. Komm, lass uns ein gutes Spiel. Ja, aber ich will endlich fliegen können. Ich will weiterkommen. Ich will bis Herbst alle Addons durchhaben bis zum 9. Werde ich nicht schaffen. Ja, um das Spiel zu wechseln. Nein! Nächster. Lass doch Luna hier nicht allein durchlaufen. Oh, der den Limit Break die ganze Zeit. Weil der Sound den jetzt am Ende komplett benutzt, dass die Ini jetzt so länger dauert. Oh Mann. Na ganz doll. Und kannst du so viel Joke wechseln. Leute, ey. Ist ja nicht so, dass ich das hier so zumindest zum ersten Mal beenden möchte. Ja, stimmt. Schicke Rüstung. Ich bin ja immer noch der Meinung, sie hätten das zumindest am Ende vertonen können. Das war so ein bisschen. Dann würde man sich das wenigstens anhören. Ja, das ist dann die Katze, die circa 10 Minuten nur Katze. Oh. Naja, wenigstens ist die 10 Minuten lang gesprochen. Gut, ich rede ja jetzt, ich lese sowieso nicht mehr vor. Ich hab's aufgegeben. Ich hab's ja erst wirklich noch versucht. Anfangs. Aber ich verhaspel mich zu oft. Katze, gehe ich da Chips holen. Die habe ich Gott sei Dank schon hier unten. Und die müssen, rein theoretisch müssten die sogar dann mal gegessen werden. Aber, oh, ich habe hier noch die Pralinen von Frischwurst. Also die esse ich sowieso nicht alle komplett, weil ist mir viel zu süß. Aber... Das ist Frisches, was wir gestern mitgebracht. Ich weiß, das habe ich auch gestern schon gezeigt, aber... Mehr als ein Ding kann ich eh nicht essen. Ich bin mir quäserig von. Ach, leider. Leider. Früher hätte ich die in eins weggehauen. Die Dinger. Jetzt bin ich froh, wenn ich nur eins esse. Nope. Mega süß. Süß, aber trotzdem lecker. Wo hatte ich denn? Ah, da habe ich die hingepackt. Oh Gott, ich komme gar nicht ran.
gar nicht, ob die überhaupt noch gut sind. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, ob die Chips noch gut sind. Aber sie sehen noch gut aus. Sie sehen noch gut aus und sie riechen noch gut. Ja, weil ich nicht sicher bin, die Chips sind jetzt einen Monat abgelaufen. Und ich weiß nicht, ob man einen Monat abgelaufene Chips noch essen darf. Deswegen habe ich gerade am Handy nachgeguckt, ob man sie noch essen kann. Ich sehe der schlimmste Disse. Ja, nein, ich habe nachgeguckt, ob man das noch essen darf. Oder ob man ein Monat alte Chips nicht mehr essen soll. Ist doch ganz logisch. Ich meine, wenn es über einen Monat abgelaufen ist, dann gucke ich doch vorher nach, ob man es essen darf oder nicht, bevor ich mir den Magen verderbe. Ist auch das Logischste der Welt. Da gucke ich auch mal im Handy nach, ob das, ne, ob man es essen darf. Ich weiß noch, es sind Chips. Wir reden hier von Chips. Also ein Monat abgelaufen ist, esse ich jetzt nicht mehr. Ja, es kommt immer drauf an. Bei Chips ist es, wie gesagt, da steht, wenn sie noch gut aussehen. Ja. Noch gut riechen. Ja, gut, knusprig weiß ich jetzt nicht. Muss ich ein bisschen probieren. Doch. Doch, sind noch gut. Das ist auch noch nach einer Woche nicht mehr. Doch, das mache ich tatsächlich schon. Also es kommt drauf an, was es ist. Ein Joghurt zum Beispiel esse ich nach einer Woche nicht mehr. Wenn es abgelaufen ist. Die sind knusprig. Das ist gut. Das ist gut. Aber wenn es zum Beispiel Nudeln sind oder Käse und der ist noch gut, also da ist noch nichts dran, dann esse ich die auch ohne weiteres. Kommt immer auf die Lebensmittel an sich an. Bevor ich es wegwerfe und das Geld zum Fenster rausschmeiße, überlege ich mir lieber zweimal, ob ich es. Und ansonsten habe ich ja noch Frisches, da ist sowieso alles. Je nach der Katze, da gehe ich mir Chips zu holen. Grün sind, dann hat das Dioxin konserviert. Okay. Also grün sind sie nicht, die sind gelb. Also was heißt gelb? Orange. Braun. Rot. Geröstet. So wie Chips aussehen sollen. Das sind doch Sachen, die nicht mehr erst verstehen. Ja. Bis gleich. Suche nach der Steuerung für den Lift. Die muss irgendwo dort sein. Unten müsste dann die Kammer für die Ultima-Waffe liegen. Okay. Ja, warum nicht, ne? Also ich gucke lieber immer vorher im Internet, ob es wirklich gut ist.
was ich da esse. Wenn man das machen darf, kann, soll, tun. Wenn ja, dann ja. Wenn nein, dann nein. Und sobald ich halt wirklich was Komisches schmecke, ich sense. Dann ist es sofort weg. Nun, Abenteurerin, verrate mir doch, wofür kämpfst du so verbissen? Wie überaus edel. Aber glaubst du auch an Eosea? Diese Fassade der Eintracht, die auf Illusionen gebauten Städte, der einlullende Glaube an Götter. Eosea ist ein einziger Filz aus Lüge und Wahn. Würdelos, wie ihr Zivilisierten vor den Götzen der Wilden zusammenzuckt. Sie helfen ihrem Volk, wogegen eure Götter sich dessen kaum befleißigen. Sind eure 12 beschäftigt? Verstecken sie sich vor mir. Wenn ihr sie so verehrt, so ruft sie doch wie damals auf der Heide von Cartenau. Oder zögert ihr, weil sie mir unterliegen würden? Und vergiss nicht ihren Tribut, die Unmengen an Äther, die sie der Erde für jeden Gastauftritt in Rechnung stellen. Seht ihr es nicht? Was ja, das wusste ich ja zum Beispiel nicht. Anderes als Parasiten. Genau wie die Prima. Sie waren ja Gott sei Dank, wie gesagt, vor verschlossen. Ihr deswegen. Es selbst, und doch verschließt ihr die Augen. Ich bin ja lieber vorsichtig. Das dumme Volk ihnen noch. Warum war der große Louis war zu blind, es zu sehen? Ihr kommt zurück, Luna. Du hast nicht viel verpasst. Anführer schwach sind. Rückgratlos und ohne Willen zur Macht. Die Welt ist für uns Weltliche gemacht. Wir sind ihre Existenzberechtigung. Uns gehört sie. Denn wir haben um sie gekämpft, während die Krieger schliefen. Ja, ich meine ja nur. Und was ist natürlicher, als dass der Stärkste die Schwachen beherrscht? Also nur gut. Die Erde blutet aus. Also ich glaube, sobald mir eine grauenhafte Klaue entgegengestreckt wird, renne ich weg. Das war mein Wald. Ich aber werde die Ordnung dieser Welt neu errichten. Ich wasche hinweg die Lüge dieser Welt. Ich bin ihre Rettung. Ja, redet ganz schön gerne, ne? Und die Helden wie dich werde ich zermalmen, damit alle Welt meine Stärke erkennt. Wie lange geht die Inni noch? Dann wird dieses Reich als mein Reich neu erstehen. Warum geht es eigentlich immer um... Oh Gott, Zirka. Warum geht es immer um mein, dein und nicht um, einfach um unseres? Ja, warum nicht? Ach ja. Ich will nicht mehr. Ich mag die nicht. Blöder Kackapus. Und so ein Ding. Das zieht sie einfach nur. Mach schon, was ist? Wieso?
PC mag das. Ein Anflug von Stärke, Abenteurerin. Einer Herrscherin würdig. Nein, tun wir nicht. Aber wer seine Kraft nicht zu nutzen weiß, für den ist sie ohne Wert. Luna, geh da gar nicht erst drauf ein. Und lass Dudley in seiner kleinen Traumwelt. Na, der kriegt das doch früh genug. Ich kann das stundenlang. Das glaube ich dir gerne. Das hat diesmal nicht funktioniert, dann leider. Was heißt leider? Warum, Gott, warum sag ich leider? Ich will mich nicht erschrecken. Die Ini ist schon gruselig genug, ja. Tatsächlich gerade. Also. Mir geht die Länge auf den Keks. Ich will fliegen können. Meine zwei ältere Bruder und war Muttis Liebling. Ich kann das endlos. Lass mich dir wahre Macht zeigen. Auf deinen Charakter und für mich der Gedanke hilft. Oh je. Das Geile ist, ich bin tatsächlich ohne Geschwister aufgewachsen, habe aber trotzdem Geschwister oder eine Schwester. Und wir sind 20 Jahre auseinander. Das heißt, dieses ja, nein, ja, nein, ja, nein, doch. Das ist mir erspart geblieben. Zum Glück. Wobei ich das auch ganz gut kann. Wenn ich möchte. Die sinnlose Macht der Ultima-Waffe. Hallo Ultima. Nicht mehr. Die Luna zeigt. Leute, ey. Er macht dich fertig. Ich bin mit zwei Verrückten hier eingesperrt. Kacke.
Ah! Das Glas spricht. Aua. Geh kaputt, du fettes Ding! A few moments later. Ja, so in etwa. So Limits absolut. Wie kann eine Abenteurerin ihr widerstehen? Ich bin halt Ember. Durch die Kraft des Lichts. Gut. Labrea. Deine Gegnerin ist von dem Kristall geschützt. 100 Jahre später. Ja, in der Tat. Und dieses Licht verleiht ihr ihre Stärke. Jetzt kommt der Todes. So ist es. Mhm. Willst du den Schild des Lichts durchbrechen, so brauchst du eine Axt der Dunkelheit. Und diese gebe ich dir in die Hand. Der Ultima-Waffe wahre Kraft, die ich dir noch nicht offenbarte. Wahre Kraft, was meinst du? Selbst die Alaga verstanden ihre Macht nur ansatzweise. Das Herz dieser Waffe ist die gebündelte Kraft der Dunkelheit, Sabik. Unfassbar mächtige Magie lag für Äonen verborgen tief in ihrem Kern. Welche Magie? Etwas von unvergleichlich großer Macht. Die Ultima Magie. Ich stelle mir gerade eher die Frage, warum lässt du in unserer Gruppe, die ja die ganze Zeit dieses Gespräch führt, statt die einfach umzubringen? Der Rückgewinnung ihrer inneren warum Kraft, gucken wir dabei zu, die wie die da einfach mal so lokal hier Gespräch führen? Nun schlägt das Herz der Ultima wie bei so einem Kaffeeklatsch. Labrea, worauf willst du hinaus? Ich will den wahren Gott erstehen lassen. Was? Verdammt, seist du Arschian? Entfessle deine Macht, Ultima. Lass uns einen flüchtigen Blick erhaschen auf des einzigen Gottes Macht. Ja, aber trotzdem. Sobald man weiß, okay, das ist die Schwachstelle, einfach drauf. Tiefster Schlund, erhebe dich. Es tue dunkler Wirbel deine Kräfte kund. Sei entfesselt, Ultima! Nett. Wirklich, ja, ich hab's gesehen. Wirklich nett. Das ist der Grund, warum ich gerade so lache. Eieiei. Ja, vor allem die Pufferpien-Schatz. Ja, genau. Ja, unglaublich. Oh, mein Emote ist immer noch nicht freigeschaltet. Ja. Diese gewaltige Energie verbarg sich in der Ultima-Waffe.
arme Heidelin. Du hattest wohl alle Hände voll zu tun, deine Heldin zu beschützen. Gaius van Baeser, hier ist die Kraft, die du ersehnt hast. Schieß einen Pfeil da rein und gut ist. Mann, oh. Laurea, du bist mir ein paar Antworten schuldig. Ich könnte schon ändern, ja. Aber lass mich zuerst diese Läuse hier zerquetschen. Nun, wer von uns wird nun der Bessere sein? Ja, Luna? Jetzt bin ich gespannt. Ich meine, gut, ich beim ersten Mal kann es dir nachvollziehen. Aber wieso musst du dir das 30.000 Mal reinziehen? Ich hab doch keinen Bock drauf, das so mal zu machen. Ich will nicht. So. Warum habe ich das Gefühl, dass ich drauf gehe? Ich habe ja schon die Frage bis beantwortet. Ja, wenn ich die Frage selbst beantworten könnte, dann würde ich sie ja nicht stellen. Katzenlevel. Danke. Habe ich mal erwähnt, dass ich diesen Bogen liebe? Die Welt geht zugrunde, wenn Schwächlinge sie führen und Götzen sie narren. Gebt ihn nie wieder her. Woher kommt eure Einfalt? Verblödet ein Schaf an der Spitze sein Volk? Sucht die törichte Menge einen törichten Herrn? Jemand muss die Spirale durchbrechen. Was leugnest du? Die Wahrheit, obwohl du deine Fähigkeiten kennst. Gute Nacht. Das hat Boom gemacht. Töchchen. Wie kümmerlich. Du wolltest Stärke. Und ich habe sie dir gegeben. Aber du bist nur ein einfacher Sterblicher. Die
Die Ordnung dieses Gestirns ist gestört. Wenn das so bleibt, wird nicht nur der Planet, sondern die gesamte Ätherwelt, die Gesetze der Existenz selbst, im Chaos entarten. Und die Wurzel des Übels ist Heidelin, der Krankheitsherd. Dem Planeten zuliebe muss dieser schwelende Herd ausgemerzt werden. Und dazu muss der echte, der wahre und einzige Gott neu erstehen. Für die Herrschaft des Absoluten, des Meisters der Ashiens, muss alles zerstört und zerschmettert werden. Dafür müssen die Primae gerufen werden. Und eure Spielchen, sie zu jagen und sinnlos zu Äther zu zerstäuben, statt sie dem absoluten Gott zu überlassen, stören uns dabei. Euer kleines Talent soll zusammen mit dieser Feste untergehen. Oh. Das kann ich mir doch nicht nochmal antun. Lakaien Heidelins, euer Licht wird im ewigen Bogen. Dunkel verlöschen. Schießt ihn doch einfach im Feld durch den Kopf. Ein gezielter Treffer durchs Auge. Aua! Was ein Fötchen. Ey, machen wir den hier am Ende. Auch mal wieder wach. Na, ich habe tatsächlich nur 3 Stunden geschlafen heute. 5:30 Uhr ins Bett. Nur wach. Na, etwas eher. 3 Stunden so viel. Ja. Tatsächlich so viel. Das ist der Grund, weswegen ich jetzt hier streame. Ja, ich wollte den halben Tag nicht verpennen. Weil morgen muss ich fit sein, morgen muss ich früh aufstehen. Jetzt will ich endlich mal... Immer noch nicht freigeschaltet. Ja, ein geht's mit der Schluss. Nacht. Bye, bye, Julimond. Was hast du vor? Hast du noch deine Ähnliche gemacht um 5 Uhr? Nee, da bin ich nicht mehr reingekommen. Habt ihr aber jetzt eben gemacht.
wir sind jetzt am Ende des Hauptspiels, ne? Also zumindest von A Real Reborn. Batman. Das gesehen, ich weiter. Ja, das habe ich gesehen. Ah ja, das mitbekommen, Nox. Alles mitbekommen. Jo, auf sie mit Gebrüll! Jetzt am Ende von. Gleich Licht. Wäre das Licht sein. Es ja, ist das noch mehr Licht. Dabei bin ich doch irgendwie auf der dunklen Seite. Ah, nein, wir nicht. Der fliegt da so rum. Ach ja. Sehr schön. Diese Pferde wirklich. Ja. Muss ja auch mal sein. Yay! Dächen! Oh. Wow. Siebte Ära der Hölle. Siebte Ära der Hölle finde ich besser. Was er zu mir. Tachchen, du lebst ja doch noch. Mein Traum ist zerstört. Ja, wie immer. Seht. Voll leise. A few moments later. Ja. Hör hin. Oh. Fühl es. Denk dir nur einen Satz aus. Denk nach. Also den Satz kann ich auswendig. Kriegerin des Lichts, die der Kristall leitet. Mhm. So, gib mir die Krone dein der Macht, damit du wirklich. Herz hat für diesmal das Dunkel gebannt. Doch die Finsternis wurzelt tief in vergessenen Winkeln der Welt. Der dunkle Gott harrt seiner Stunde. Wird er nicht getilgt, wiederholt sich der Kampf und dann mag das Dunkel obsiegen. Der Beginn ist gemacht. Eorzea ist durchflutet von Licht. Ja, Licht. Und sein Ursprung, sein Brennpunkt bist du. Dein glorreiches Leuchten wird sich dereinst millionenfach spiegeln. Mir leiden ein Ende zu setzen. Gescheiert zu gleißender Kraft. Nix da. Nimm meinen Segen und Dank. Wow. Und was kriege ich dafür? Außer deinem Segen du und deinem Dank? Du wirst die Welt führen.
des Lichts und die Hoffnung in alle Herzen tragen. Ja, du bist ein wunderschöner... Geht weg, nicht. Nein, Luna! Nicht in die Ecke! Jo, Feuerwerk! Also, ne? Und das Feuerwerk durchgehen. Nein, Daddy, das tun wir nicht. Der Bruderschaft sind draußen. Ende. Sehr schön. Trupp der Legion ebenfalls vollzählig. Admiral, alle vom Mahlstrom sind in Sicherheit. Wow, keine Verluste erlitten. Wo bleibt sie denn? Sid? Noch immer nichts? Die Kontaktperle ist tot. Keine Chance. Wartet ihr auf mich? Das sieht nicht gut aus. Sie schafft das ganz bestimmt. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, die wartet auf dich. Weißt du, wie immer, alles wartet auf mich, ey. Sid, ich bemühe mich pünktlich zu sein, und ne? Dort drin ist eine von uns. Eine Kriegerin des Lichts unserer Zeit. Wir dürfen sie nicht verlieren, wie damals die Helden von Cartenot. Ich komme doch schon. Das weiß ich doch. Aber da fliegt gerade alles in die Luft. Mhm. Was sollen wir nur tun? Meine Mutter 34. Oh, Heidelin, Kristall des Lichts. Bitte führe sie aus dem Dunkel. Ich bin doch schon raus. Ich gehe nicht ins Licht. Mit ganzem Herzen. Denkt an diese tapfere Seele. Ich bin doch da. Ich guck euch zu. Ich bin der Geist, um euch schwirrt. Da. Hallo. Dort ist sie. Weißt du, man sieht doch gar nichts. Man sieht eigentlich nur Flammen. Irgendwas Rotes kommt da. Man sieht mich noch gar nicht. Wie gleich. Oh, geil, da ist sie. Ja, weißt du, es könnte sonst was sein, ne? Ja, Mensch, leg ich neben eh für den Raum zu sitzen. Was für ein Teufelsfeind. Die Kameras sind unsichtbar. Tankred! Tankred ist bei ihr! Manchmal frage ich mich, wer hat das eingesprochen? Also nur bei solchen Ausrufen, ne? Muss doch mehr so gesessischer kommen. Wow, nicht zu fassen! Okay, nach Hause telefonieren. Willkommen zurück. Genau, weine ohne Tränen. Das ist ganz, ganz lieb von dir. Leute. Lasst mich fliegen und dann ist alles gut. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Ich will nur fliegen. Das ist der einzige Grund, warum ich das hier gerade mache. Ich will nur fliegen. Banana! Und Banane. Ich hätte gerne die Kristalle. Jeden einzelnen davon, bitte. In meiner Geldbörse. Damit zahle ich uns. Du hättest uns beinahe auf dem Gewissen. Ha, das musst du gerade sagen. Oh, Leute. Den Göttern sei Dank. Na, lief doch alles glatt. Allerdings mit mehr Glück als. Boah, kann diese Frau aufhören zu reden. Tankreds dunkler Kristall wurde vernichtet. Aber ich glaube nicht, dass wir damit Lahabrea endgültig los sind. Und selbst wenn, es gibt noch andere Ashians außer ihm. Was haben Sie nur vor? Jetzt wie wollen sie diesen absoluten Gott erwecken? Sicher ja ist gut, okay, eins. Da kann ich nachvollziehen. Noch okay. Lange nicht gebannt. Okay, da sage ich da nichts, aber... Wir müssen wachsam bleiben.
Ja, doch, ich glaube, davon hat es mit irgendwie erzählt. Relativ am Anfang, glaube ich. Und das ist ein Grund zur Freude. Beobachtest du uns, Großvater? Wir sind dem Ideal ein Stück näher gekommen, für das du dein Leben gegeben hast. Dem echten Frieden. Also hätte ich gewusst, dass wir uns einen Film angucken, hätte ich mich gemütlich angezogen. So mit Kuscheldecke und allem. Da mussten nicht mehr losgehen. Sie hätten einige Quests von Minfilia rausnehmen können. Das wäre schon sparsam genug gewesen. Und dafür stellen wir eine bessere Synchro. Die Ultima-Waffe der Galea. Ich spreche sehr gut, aber bitte. Und die Ashians sind vertrieben. Damit mit mehr Wumms. Kann Eorzea erst einmal aufatmen. Das haben wir unserer tapferen Helden und dem Wunsch. Wie gesagt, von dem Trailer gestern war ich auch begeistert. Im Angesicht der Gefahr hat sie Eorzea gerettet und die Dunkelheit zurückgedrängt. Sie war unser untrügliches Auge und unser alles bezwingender Arm. Eorzea wird noch von vielen Gefahren überschattet. Die wilden Stämme und ihre Primae bedrohen uns und innere Streitigkeiten belasten die Stadtstaaten. Den galäischen Wolf haben wir vielleicht zur Strecke gebracht, aber seine Meute ist blutdürstig wie zuvor. Aber wir zittern nicht im Angesicht der Gefahren, solange wir ihnen vereint die Stirn bieten. Und der Bund der Morgenröte uns hilft. Und die Abenteurer uns die Treue halten. So lange haben wir nichts zu befürchten. Vereint sind wir stark. Seit der Katastrophe waren wir alle viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir hatten vergessen, dass die Stadtstaaten Teil Eorzeas sind. Rein theoretisch, ja. Eorzea ist die Heimat von uns allen. Frieden. Aber wahrscheinlich hat doch das zu viel Budget gekostet. Geben. Deswegen haben wir eine Übereinkunft getroffen. Die staatlichen Gesellschaften sollen mit neuer Stärke an einem Strang ziehen. Nicht zu ihrem eigenen Wohl, sondern für Eorzeas glorreiche Zukunft. Also einer mal diese Leute Vertrauen gefragt. Wächst nicht über Nacht. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass wir unsere kulturellen Unterschiede überwinden und vereint handeln werden. Eorzea wird eins werden. Die Schlacht von Cartenau und die siebte Katastrophe haben uns schwer gezeichnet. Viele Helden sind gefallen. Das dürfen wir niemals vergessen. Kein Sieg kann die Toten zurückbringen oder die Narben verschwinden lassen. Trotzdem leben wir im Hier und Jetzt und wir haben eine Zukunft, für die es sich zu leben lohnt. Wir müssen das verwirklichen, wofür unsere Freunde ihr Blut vergossen haben. Ja, ich habe nichts gegen die Konsequenz, ich habe was gegen die Synchronsprecherin von der Frau da. Lasst uns das ist das große Problem. Leuchtenden Beispiel gegen die Sequenz habe ich nichts. Nur diese eine Synchronsprecherin. Brüder und Schwestern, vereint euch und nehmt Eorzeas Schicksal in eure Hände. Vor 5 Jahren erlebten wir das blutige Ende der 6. Ära des Lichts. Noch das hätte ich gerne. Die 7. Katastrophe brachte Tod und Zerstörung. Doch nun werden wir Zeugen eines Neubeginns. Bitte nicht abdrücken. Dies sei der Beginn einer neuen Zeit im Licht des Kristalls. Die 7. Ära des Lichts ist gekommen. Und Eorzea neu geboren. Nein, Daddle, es wird dich geschossen. Wir
werde ich jetzt wieder bitte in die normale Welt geportet und darf ich jetzt meine Flugquest annehmen? Ja, nein, vielleicht? Kann ich die Quelle jetzt überspringen? In der Zeit gucke ich mal ganz kurz, ob meine Emotes da sind. Mein Emote. Ja, nein, vielleicht? Wahrscheinlich nein. Natürlich nein. Ich glaube, das wird auch nicht freigeschaltet. Nein, noch gibt es keine Witcher. Wieso selbst schuld? Ich will meine Flugfähigkeit haben. Ich glaube, ich wollte nämlich ein Ende, wenn ich auf Escape drücke. Dann hat das ganze Ding ein Ende. Das A sieht aus wie bei Stargate. Leute, wollt ihr mich verkacken? Weißt du? Kein Budget, ne? Aber packen. Drei Credits rein. Drei. Wenn mir gerade mal was bestellt, einfach was sofort. Oh nein, was hast du dir jetzt bestellt? Oh ja. Yeah. Wenn Luna sagt, sie hat was bestellt. Japanischer Grundkurs. Okay, das klingt cool. Oh ja, was kommt denn jetzt? Nein. Geh nicht ins Licht, hör doch auf. Sie kann es nicht lassen, ne? Sie kann es nicht lassen. Mal wieder aufs Neue. Ich mich selbst dazu motivieren kann. Oder wir machen das zusammen. Was hältst du davon? Wir machen das einfach zusammen. Alles in Ordnung? Oh! Was war das? Hilfe! Das klingt ja schrecklich. Was geht da vor? Das kann nichts Gutes bedeuten. Glaubt ihr ernsthaft, das bedeutet was Gutes, wenn irgendwo was schreit? Es ist ein Prima, ey. Nee. Er ist erwacht, mir. Es besteht kein Zweifel. Ja gut, dann sprechen wir halt alleine und den Rest machen wir zusammen. Okay? Wir geben uns immer für etwas... Vokabel lernen oder so. Wir geben uns etwas für so eine Woche Zeit und dann machen wir das zusammen und dann passt das. Kriegen wir schon hin. Oder wir schreiben einfach nur währenddessen. Kriegen das ja. Auf Deutsch. Nee, wir reden ja schon Japanisch. Nein, keine Ahnung. Wir schaffen das schon irgendwie. Wir lassen uns das einfallen. Ist das jetzt schon der Beginn von dem Neuen? Oder ist das einfach nur das Ende vom Ende? Kasbah Mulu. Ah. Okay, das ist cool. Jetzt ein bisschen die Haare von Leitfaden. The E-Net stops him move. She only can stop us leave Jai.
Warum gibt es plötzlich so viele von denen? Die vermehren sich. Die vermehren sich ganz gewaltig. Das finde ich uncool. Irgendwas. Der Anbruch einer neuen Ära des Lichts. Er ist aber nicht. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Das ist lieber.